Hey, ich bin heute mit den Jungs. Wir waren eben trainieren, wir haben Dip Challenge gemacht, das heißt, sie sind eigentlich auf jeden Fall alle gerade sehr gut warm. Und wir haben uns jetzt die Frage gestellt, wer von den Jungs denn überhaupt Muscle Up kann. Ich zeige ihn euch einmal vor und dann soll jeder einmal einen ausprobieren. Und dann gucken wir mal, wer das hinkriegt und dann gebe ich eventuell mal ein paar Tipps. So. Das war ein strikter Muscle Up. Ich würde sagen, der leichteste fängt mal an. Hast du schon mal versucht, Muscle Up, jemals? Okay. Also der erste Tipp, greift auf jeden Fall schon mal ein bisschen enger. Wir wollen jetzt keinen Pull-Up machen, das heißt nicht so breit greifen, sondern ungefähr schulterbreit. Ja, okay. Yes. So. Der war mit Kampf. Aber das ist ein Kämpfer. Also, der war mit Kampf. Offensichtlich, du hast die Kraft, aber die Vermeldung hat halt nicht gestimmt. Ja, die Technik passt nicht. Die Technik passt auch nicht. Ja. Aber Dennis muss es schaffen. Nein. 88. Ja, aber mit der Bekanntheit jetzt. Ja, Mann, das war gut. Sehr gut. Wäre aber tatsächlich No Rap mit einer Kompetenz, ne? Mhm. Weil du nicht aufhörst. Echt? Ja, das ist immer so. Ja. Versuch mal komplett aufzunehmen, sonst sah er mega aus. Ja, jetzt. Jetzt die schweren Brocken hier. Jetzt weiß ich, wie sich das immer anfühlt, wenn andere das Gefühl haben, schlecht zu sein. Spring mal ran einfach, gleich nach vorne und dann hoch. In dem Moment, wenn du vorne bist, gehst du hoch. Du meinst mit den Füßen so, oder? Ja, genau. Ja. Ran springen nach vorne und dann gleich hochziehen. Rein und jetzt hoch. Ah, okay, warte. Ja, genau. Und hoch. Ja! Oh, ja. Oh, fuck, du sollst ein weniger dünner Teller essen. Ihr müsst, wie ihr schwingen müsst, weil das ist eigentlich das, was ihr gerade hier alle falsch gemacht habt, die noch nicht hingekriegt haben. Wir schwingen halt aus der Schulter. Hier. Seht ihr? Schulter. Echt? Schulter? Ja, hier. Hier rein. Und ihr macht halt auch das hier so. So. Ne? Das gibt es zwar auch, aber das ist ein CrossFit-Muscle. Mach mal die CrossFit, mach mal bitte einmal die CrossFit. Also auf der Schulter raushängen und dann müsst ihr vorne, also ein so ein Step hier rein, das nennt sich auch Magic Button, hier rein und dann in dem Moment, wenn ihr vorne seid, zieht ihr. Und dann, ganz wichtig ist aber hier der Fall, oder bei euch glaube ich auch, ja. Greift ihr so oder seid ihr so beim Pull-Up und beim Muscle-Up müsst ihr dann das Handgelenk drehen. Ganz viele vergessen es halt zu drehen und dann bremsen sie sich hier aus. Also ganz wichtig, sonst auch hier nochmal dran üben, einfach gleich drehen. Ihr seid ja so, drehen. Aus der Schulter raus, ne? Und dann hoch. Ja, passt. Aber das war jetzt, ja, passt. Aber du gehst noch zu sehr hier in den Arsch. Das ist, wir wollen nach vorne rein. Du willst mit den Füßen vorne rein. Deine Füße waren aber gerade hinter dir. Wie kann ich das verhindern? Weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie... Also reinspringen. Mach mal nur das. Ich probiere das mal. Ja. Ja, schon besser. So, und dann ziehst du und dann musst du gleich, man nennt es auch Kapuze abwerfen oder Cappy abwerfen, dann ziehst du mit volle Karacho über die Stange. Okay. Weil bei Klimmzügen ziehst du dich ja nur hoch, genau. Aber du würdest ja hier gegen die Stange knallen. Also du hast so ein bisschen so diese C-Bewegung. Okay. Denk wie so ein C. Zu viel Information. Denk wie ein, ja, ein C. Also C, der Buchstabe, halt wie ein Bogen. Ja, so ein Bogen halt, genau. Vorne rein und jetzt.
Boah, ich hab fast lang. Ich glaube ehrlich, dass er es vorher sogar besser gemacht. Alter, da hätte ich mich jetzt so noch nach hinten. Mach dir mal nochmal Kreide dran. Ja. Ja, du musst schon dann noch ziehen, ne? Du hast jetzt nur einen Blattpol gemacht. Finde. Probier doch mal. Und spring mal ein bisschen, also nicht so weit weg, ne? Ja, also, ja genau. Wir müssen praktisch hier. Rein, genau. So. So. Zack. Ja. Passt. Ja, aber das Handwerk hat sich gedreht. Das ist logisch, aber umsetzen sind wir. Ja, war schon besser. War schon besser. Und jetzt kann ich. Ja, aber du hast den Schwung nicht so richtig von da vorne genommen. So, und direkt die Energie von da. Also wie so ein Kick zurück. Ja, ja, fast. Nee, da war zu viel jetzt. Du ziehst zu spät. Ich würde nur ganz bisschen aus der Schulter nach vorne. Ne? Also hier so ein bisschen raus. Gar nicht mal auf die Beine achten, sondern nur aus der Schulter raus. So. Ja, eigentlich. Warte, warte, eigentlich. Bäm. Und dann ziehst du. Ja! Oh, das hat sich auch am besten angefühlt. Das aber jetzt hast du den. Ja, ja, das hat sich hast gut angefühlt. Ja, ich hab's verstanden. Okay. Ja! Oh. Wir machen mal eine Band. Und so. Yes! Oh. Nee, jetzt hast du wieder falsch. Da musst du von hier halt die Bewegung so dann machen. Ja. Das war's. Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Also manche konnten das ja schon und andere haben es heute zum ersten Mal hingekriegt. Vielleicht konntet ihr auch ein bisschen was für euch mitnehmen. So. Ich bin echt stolz auf Leon, dass er das hingekriegt hat. Und wenn er das noch ein bisschen übt, dann kriegt er das ganz schnell safe-frei auch mal hin. Und es wäre halt echt geil für sein Gewicht, wenn er das hinkriegt. Dann ist super clean, sehr schön. Bei dir auch mega. So vom Aussehen. Aber ansonsten gut. Ja. Und John, High Pull-Ups üben und dann. Ja, bei mir muss ich einfach wenig Donnerdelle. John, from deep down, daran kann es natürlich auch liegen, ne? Also. Okay, also das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns.